Wie viele Kilometer fährst du am Tag, wenn du reist? Ich hatte früher einen Reisetagesschnitt von 300 Kilometern. Das ist ziemlich viel, insbesondere wenn man außerhalb Europas reist und irgendwann die Straßen nicht mehr asphaltiert sind oder in so schlechtem Zustand sind, dass man einfach nicht vorankommt. Heute habe ich einen Schnitt von 150 Kilometern am Tag. Es klingt sehr wenig, aber es ist meiner Meinung nach die perfekte Reisedistanz. Ja, ich starte entspannt in den Tag, wenn mich jemand einlädt oder generell, wenn mich Leute einladen, möchte ich das nicht mehr ausschlagen, sondern es geht mir um die Momente, um die Lebensmomente, die ich unterwegs sammle und einfach etwas erlebe. Und wenn ich mal Bock habe, mich ins Gras zu legen, dann lege ich mich ins Gras. Und wenn ich Bock habe, mal ins Meer zu springen, dann springe ich ins Meer. Und ich will nicht immer auf die Uhr gucken müssen, sagen müssen, okay, ich habe noch 2 Stunden und ich muss noch unbedingt 100 Kilometer abreißen. Das hat für mich mit Reisen nichts mehr zu tun. Deswegen, 150 Kilometer am Tag ist ein entspanntes und ja, genussvolles Reisen und reicht völlig aus.